Er machte Tischtennis in Deutschland so richtig berühmt. Er ist der Grund, warum tausende jugendliche Kelle statt Fußball im Kinderzimmer haben. Timo Boll. Der Tischtennispate von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Bemerkenswert, bis zu 500 Sportler duellierten sich am zweiten Wettkampftag und das mit und ohne Handicap. Also meine sogenannten normalen Tischtennisspieler, die bewundern die Paralympics. Die sehen, dass die auch guten Sport machen. Und dieser Zusammenhalt, da entstehen Freundschaften. Und alle, also ist einfach super, dass das zusammen in einer Halle stattfinden kann. Unter den Teilnehmern auch diese jungen Herren Leon und Nico. Beide Sportler mit Handicap, trotzdem unterschiedlich. Der eine im Rollstuhl, der andere auf Beinen. Gibt es da nicht irgendwelche Probleme? Nicht unbedingt, wenn man die Person ziemlich gut kennt. Zum Beispiel mein Teamkamerad Niki ist mein bester Freund und von daher passt es perfekt zusammen. Die beiden Kumpels von der Stephen Hawking Schule überzeugten mit ihren Teamkameraden über das ganze Turnier. Erst im Halbfinale mussten sich die Baden-Württemberger der Karl von Linier Schule aus Berlin geschlagen geben. Ein hochklassiges Match, trotz körperlicher Einschränkung. Ja, also ich glaube nicht, dass man die jetzt irgendwie unterbewerten oder so soll, weil die haben auch schon was drauf. Und also ich glaube, dass es eigentlich so ist, wie auch wenn wir gegen ganz normale Leute spielen, also die nicht behindert sind. Mit 4 Halbfinalisten in verschiedenen Altersklassen bewies Nordrhein-Westfalen bei den Sportlern ohne Handicap seine Klasse. Kein Wunder bei dem großen Vorbild. Tischtennis ist ja Timo Boll, ne, das kann man ja einfach so sehen. Der spielt halt in Düsseldorf, das ist halt Nordrhein-Westfalen, da ist der Stützpunkt. Hier, wir haben 2 Kaderspieler in der Mannschaft, da ich auch, und deswegen halt, denke ich, sind wir alle gut dabei. Der junge Kai bewies vor allem im Halbfinale sein Können und behielt gegen seinen Gegner aus Schleswig-Holstein stets einen kühlen Kopf. Den größten Erfolg erzielten jedoch Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics, denn die Veranstaltung zeigte, ob oder mit Handicap. Am Ende sind wir doch alle gleich.